Der Hip-Hopper, in Freundeskreisen auch Homeboy genannt, ist ein Herdentier. Die Stimme der Herde gehört dem MC, was so viel bedeutet wie Master of Ceremonians, der daher gegenüber dem B-Boy, dem DJ und dem Writer die Rolle eines Leitwolfs einnimmt. Die Hip-Hop-Szene zeigt keine Toleranz gegenüber anderen Randgruppen der menschlichen Gesellschaft. Weder zur Gruppe der Homosexuellen noch zur Gruppe der Raffer. Der Freunde der elektronischen Musik. Hip-Hop, das ist Klassenkampf. Der Rapper kann mit der Zeit aus dem Untergrund aufsteigen, wenn er genug Skills beweist. Er kann allerdings auch noch tiefer sinken. So wie dieses Exemplar. Dieser Rapper hat durch unüberlegte Äußerungen seine Credibility aufs Spiel gesetzt und ist nun ein Outsider dieser Szene. Andere Rapper, die sich zuvor als Freunde ausgaben, meinen ihn nun oder wollen ihn sogar dissen, sich also mit Worten gegen ihn stellen. In der Hip-Hop-Szene gilt das Gesetz des Stärkeren. Und der Schwächere bekommt dies zu spüren. Alter, du bist so der Typ, Junge. Ey, ich kenn dich doch. Ich kenn dich aus dem Internet, Alter. Peinlich. Ich hab's gesehen, Junge. Der Typ von dem, was im Internet, Junge. Ich hab dich gesehen im Internet, Alter. Ich bin so fein. Wer ist der Typ? Was ist der Typ, Junge? Was für Geld, Alter. Was ist du? Alter, das ist der Typ, Junge, das ist er, das ist er, das ist er. Halt die Schnauze, ich sag's dir, du hältst die Schnauze. Hip-Hop, das ist Competition, also Wettkampf. Dabei kann es schon mal hart hergehen. Egal, ob beim Rappen, also Sprechgesang, dem DJing, beim Breaken oder beim Graffiti-Writing. Das sind die vier Elemente des Hip-Hops, auf die in unserer Enzyklopädie unter den entsprechenden Punkten noch näher eingegangen wird.